Hallo und herzlich willkommen zu Venue Fight Time 3D. Hier ist Steven mit Let's Play Dynasty Warriors 7 Part 2 Kampagne von Wei. Wir sind hier gerade bei Dong Zhuo und der will mit uns sprechen. Mal sehen, was er zu sagen hat. Du bist also Cao Cao. Du hast dir während dem Aufstand der gelben Turbane einen Namen gemacht. Sehr beeindruckend. Ich erkenne ein gewisses Potenzial in dir und genau deshalb solltest du mir dienen. Was meint ihr damit? Vernichte alle, die sich gegen uns stellen. Hilf mir, das Land nach meinen Vorstellungen zu formen. Und was für ein Land wäre das? Ist das nicht offensichtlich? Ein Land voller Wein, Weib und Gesang. Oh, da wäre ich auch für. Mein ganz persönliches Paradies. Ich verstehe. Ein in der Tat sehr bewundernswertes Ziel. Allerdings ist es in einem solchen Land nur Platz für einen wie euch. Nicht für zwei. Ich werde niemandem dienen. Du bist ein Narr, du lässt... Du lässt du mir keine andere Wahl, okay. Schreibfehler, da lässt du mir keine andere Wahl, als auf dich zu töten. Ja, es sind Schreibfehler in diesem Spiel. So, jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Und prügeln uns hier mal jetzt durch die ganzen Deppen. Was haben wir denn als Zweitwaffe? Ah, die nette Axt. Ah, badabadabadabadam. So, macht's gut, ihr kleinen. Ja. Ja, was soll man sonst noch zu Dynasty sagen? Es ist einfach ein super Spiel. Amuso! So. Bin der stärkste, ihr kleinen Penner. Ich glaube, hier habe ich aber auch noch das schwache Schwert, oder? Meine ich zumindest. Bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber jetzt auch keine Lust nachzugucken, denn ich will schnetzeln. Ja, yeah, du kriegst auf den Sack. So, das war's schon mit ihm. Oh. Da ist Chingong, der uns helfen wird. Das finde ich aber nett. Das ist sehr freundlich, so. Mal weiter in die andere Richtung. Und weiter töten. La 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 la. Huch, jetzt renne ich hier schon überall gegen. So, wo ist der nächste Feind? Da. Oh, ich brauche es gar nicht. Ich muss ja den Offizier platt machen. Ey. Ach, geht doch sterben, ey. Wie viel sind denn hier? So, jetzt ist aber mal Ruhe hier. Da haben wir Leutnant Schlag mich tot. Zack, 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 zack. So. So, und wen haben wir denn hier? Hier haben wir Dienstmädchen. Okay, hallo. Was mache ich mit euch? Ach so, das waren die Nutten sozusagen von ihm, die wir gerade befreit haben. Spitze. Das Spiel gefällt mir. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Oh, wie schnell wir sind. Mobsgeschwindigkeit. Nee, hier muss ich gar nicht... Hä, wo muss ich denn lang? Hier muss ich nicht lang, da muss ich nicht lang. Och Mann, ich bin schon verwirrt. Gucken wir doch mal. Aber wahrscheinlich da, wo unser Freund gerade lang gelaufen ist. Da hinten. Das heißt, ich hätte eigentlich erst die Dienstmädchen befreien sollen und dann den anderen. Das wäre vielleicht schneller gewesen. Aber was soll's, macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. So, genau, hier können wir nämlich dann durch. Da ist Cheng Gong, unser lieber kleiner Kumpel. Was ein geiles Schwert, Alter. Wer kommt denn jetzt? Oh, das ist Lu Bu, von dem ich geredet habe. Scheiße. Hoffentlich ist er nicht so stark wie sonst auf dem Schlachtfeld und bin ich gleich K.O. Oh, scheiße. Ich will nicht gegen Lu Bu kämpfen. Hoffentlich ist er schwach. Nein, ist er nicht. Nein, ist er wirklich nicht. Ah! Oh.
erstmal schön Abwehr einsammeln. Au! Er macht jetzt auch nicht so viel Schaden wie sonst. Wo war er denn? Oh, scheiße, er stand direkt. Oh Gott, er macht seinen Musu-Angriff. Ah! Oh, scheiße! Ich will nicht mehr. Es wäre sinnvoll, wenn ich jetzt erstmal hier die platt mache, damit ich wieder ein bisschen Musu kriege. Alter, der... Au! Ah, der hat mir doch ganz schön zugesetzt, der Knabe. Ich brauche ein bisschen Musu. Oh, Alter, der ist aber echt zum Kotzen. Jetzt kriegst du auf den Sack, du Mistkerl. Ja, geschafft! Oh. Und ich lüge nicht, der ist sonst viel knackiger. Sonst bin ich immer tot. Ich glaube, ein paar wissen ungefähr, wie stark der ist. Boah. Aber das war Lubu. Das ist, glaube ich, der coolste Charakter in diesem ganzen Spiel. Ja. Möchte denn keiner kommen? Nö. Haben sie keine Lust. Ach, man muss ja auch nicht immer kämpfen, ne? In einem Fighter-Spiel. So, bisschen Eis. Da haben wir auch noch einen. Den haben wir auch mal eben auf den Sack. Ja, ja, laber mal. Bum, 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 bum. So, tot ist er. Was sollt ihr denn? Bla, 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 bla. Genau. Gut, hier haben wir noch einen Leutnant, den wir erstmal ein bisschen K.O. hauen sollten. Was gibt es hier? Tiger? Geil. Was mache ich mit denen? Ah, die sehen wiederum ziemlich geil aus. Ah, ich kann diesen Käfig kaputt machen. Jetzt kämpfen die auf meiner Seite. Geil. Hey, cool. Das finde ich ist doch eine sehr gelungene Neuerung. Ja, aber es gibt jetzt halt auch Tiger und so ein Kram, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und noch ein paar andere Viecher. Panda-Bären und bla. Und ja, Panda-Bären. Ich sag mal nichts dazu. Ist hier noch einer? So ein ja, hier. So, jetzt müsste auch das andere Tor... Ach, ist schon auf. So, dann sind wir auch schon bald damit eigentlich so gut wie durch. Na, jetzt kriegt ihr ein bisschen Eis. Eis ist heiß. Naja, das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. So, ihr Kleinen. Okay. Da sind noch welche. Au! Okay, nein, da will ich nicht lang. Das ist das... Ja, das ist dieses tolle... Abfeil-Ding. Ja, ich laufe da jetzt doch mal lang. Ich will diesen Offizier haben. Ach, drückt mich auch gar nicht. Ja, jetzt kriegst du Eis ab, du Scheißteil. Hast du überhaupt was gebracht? Aua. Au. Au. Ey, hör auf. Ja, das Teil dreht sich. Aua. Alter, die gehen wir jetzt aber hier ganz schön auf. Ja. Ja, ja, ja. So, nun ist aber mal Schluss hier, ne? Warum geht das Teil hier nicht kaputt? Es geht nicht kaputt. Ja, frag mich nicht warum. Es ballert immer noch. Ah, jetzt hat es aufgehört. Normalerweise kann man nicht diese Teile auch kaputt schlagen. In diesem Fall war es nicht möglich. Und musste man wahrscheinlich diesen Leutnant oder den Offizier, je nachdem. Ach, oh, ich bin schon wieder falsch gerannt, oder? Bin ich falsch gerannt? Na, Steven. Ja, so kann man natürlich auch die Zeit totschlagen, indem man die ganze Zeit irgendwie falsch rennt. Wir hätten nämlich da lang gemusst, da hinten wäre noch ein Gang gewesen. Ach, guck mich nicht so an. Was hat die für eine Scheißburg, ey? Die ist ja so was von Kacke. So, da ist Gusti. Oh nein, da ist schon wieder sowas. Okay, den haben wir jetzt auf den Sack. Au! Ey! Destruction, Eiswürfel! Ich müsste das theoretisch gleich mal wieder aufhören. Ja. Die Balliste haben wir erobert. Wir können nämlich dann auch selber in die Balliste rein. Aber ich denke mal, das müssen wir doch dann... ja, hallo, da rein. Muss ich bestimmt hier den Krempel kaputt schießen, oder? Feuer! Ja, klar. So, wunderbar. Jetzt haben wir hier noch ein paar Gegner. Können wir gleich auch eben mitnehmen.
Das ist zum Beispiel auch sehr lustig. Also das sind auch so ein paar Neuerungen, die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Ach, das wird doch jetzt nicht das Ende gewesen sein. Es kommt doch bestimmt noch ein großer Kämpfer, oder? Ich kann jetzt nicht einfach fliehen. Ach, laber mich nicht dicht. Was, das wirklich schon? Tatsache. Uah. Es ist geil inszeniert, sorry. Na klar, er schießt 4 Pfeile, obwohl er nur 3 in der Hand hat, habt ihr es gesehen? I wish to see this Dong Tua with my own eyes. I don't know how long I'll last doing stuff like this. Maybe I should get out of the bodyguard. Then maybe I'll get you a guard dog like Lu Wu. No. Having managed to elude Dong Zhuo's pursuit, Cao Cao fled the capital. Yuan Shao was forced to retreat to Ji province in the north as well. The other warlords also escaped the capital and returned to the homes which they had left behind. As waves of tyranny washed over the capital, only the sound of Dong Zhuo's cruel laughter could be heard. It seemed as if the land was doomed to be shrouded in chaos. Yet Cao Cao, who was at his best in times of adversity, had already prepared his next move. He raised troops and sent a call to arms to the various warlords across the land. His aim was to form a coalition against Dong Zhuo, with Yuan Shao as its leader. And so, Yuan Shao, Cao Cao, and numerous other brave souls began their march on the capital to confront Dong Zhuo. Which side would emerge victorious? The harbingers of a new age, or the tyrant who epitomized the evil that men do? The answer would soon be revealed on the field of battle. Die Vernichtung Dong Zhuo, jetzt spielen wir Xiao Yuan. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Also, macht's gut, bis dann, ciao!